bis zum Schluss gekämpft, am Ende aber nicht belohnt worden. Beim Spiel gegen Stuttgart war noch Luft nach oben. Nun wurde die Niederlage aufgearbeitet und abgehakt. Natürlich fragt der ein oder andere, was war los diesmal mit euch? Warum habt ihr diesmal nicht das Spiel vielleicht so hinbekommen, wie ihr es sonst gemacht habt? So Spiele gehören auch dazu. Daraus lernt man auch. Und wir wissen jetzt natürlich bei den nächsten Spielen, was wir wieder anders machen müssen und besser machen müssen. Am Montag gibt's in Dortmund die nächste Chance, wieder Zählbares mitzunehmen. Ohne den gesperrten Kapitän Daniel Bayer will der FCA aggressiv und bissig gegen die Schwarz-Gelben antreten. Nur einmal konnte die Baumelf in der Bundesliga bisher gegen den BVB gewinnen. Wir müssen einfach wieder galliger sein in den Zweikämpfen, die zweiten Bälle gewinnen. Das hat uns sehr gut ausgezeichnet in den letzten Spielen, auch vor dem Stuttgart-Spiel jetzt, dass wir dadurch dann schnell nach vorne spielen konnten und torgefährlich werden konnten. Und das müssen wir jetzt wieder machen. Wir müssen aggressiver werden, die Zweikämpfe voll bestreiten und über die Zweikämpfe dann, wie gesagt, den kürzeren und besseren Weg nach vorne haben. Die Dortmunder haben vor dem Spiel bereits Grund zu feiern. Nach dem 1:1 Unentschieden bei Atalanta Bergamo steht das Team um Peter Stöger im Achtelfinale der Europa League. Von Doppelbelastung will der Trainer aber nichts wissen. Der Fokus liegt voll auf dem FCA. Das ist eine sehr, sehr stabile, sehr, sehr homogene Einheit. Und sehr, natürlich viel mit der Körperlichkeit, wo sie arbeiten. Und dann wird sie eben zeigen, wie wir uns am Montag dann darauf vorbereiten, wie wir eingestellt sind. Aber immer noch natürlich Hauptaufgabe, wie wir es spielerisch, fußballerisch, weil das ist unsere Qualität, wie wir es da lösen können. Manuel Baum sieht nach der guten Leistung im Hinspiel durchaus Potenzial, um gegen den mehrfachen deutschen Meister etwas mitzunehmen. Trotz der zwei Niederlagen gegen Leipzig und Stuttgart arbeitet man beim FCA ruhig und konzentriert weiter. Immer vor Augen die 40 Punkte. Wir haben viel Qualität im Kader, sind extrem flexibel, das heißt, sind schwierig zu verteidigen. Und ich glaube, wir brauchen eine wirklich hochaggressive Leistung, eine gute Mentalität, dass wir da sehr gut verteidigen können und dann ein schnelles Umschaltspiel gegen die Dortmunder. Auch für unsere Jungs ist Montagabend etwas Ungewohntes. Im Vordergrund steht jedoch das Sportliche und der Kampf um drei Punkte. Es gibt nichts Schöneres fast im Fußball, als wie im Signal Iduna Park zu spielen in diesem Stadion. Und ich denke, dass sich jeder auf das Spiel freut und wir wollen einfach Spaß wieder haben am Fußball jetzt, unser Spiel durchbringen, aggressiv sein und dann wieder Torschancen kreieren und zum Tor vollkommen. Der FCA hat schon oft für Überraschungen gesorgt. Mit Moral und Kampfgeist können wir auch beim BVB bestehen.